Museum und Gedenkstätte. Das Pohrmann-Haus in Speyer. Es ist das Geburtshaus des Kunstmalers Hans Marsilius Pohrmann. Hier im Geschäft seines Vaters begann sein außergewöhnlicher Aufstieg. Vom Tünchergesellen zum international anerkannten Maler. Pohrmann wurde 1880 in Speyer geboren. Dieses Selbstporträt malte er, als er 17 war. Danach verließ er Speyer, studierte in München. Musik. 1905 siedelte Pohrmann nach Paris über, traf dort Pablo Picasso und Henri Matisse. Die nächsten Stationen im Leben des Künstlers: Berlin und Langenargen am Bodensee. Hier in seinem Sommerwohnsitz liegt Pohrmann begraben. 1935 ging der Speyerer Maler nach Florenz, übernahm die Verwaltung der deutschen Künstlerstiftung Villa Romana. Dort trafen sich viele Künstler, die sich im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr halten konnten. Das Pohrmann-Haus in Speyer würdigt auch die Kunstwerke seiner Frau, Mathilde Vollmöller-Pohrmann. Sie hatte Hans Marsilius Pohrmann in Paris kennengelernt und künstlerisch großen Einfluss auf ihn genommen. Erst nach dem Tod seiner Frau kehrte Pohrmann 1950 nach Deutschland zurück. Er nahm großen Einfluss auf die künstlerische und geistige Entwicklung des Landes in der Nachkriegszeit und wurde Ehrenbürger seiner Heimatstadt Speyer.